Hey Leute, ich habe wieder Post bekommen, diesmal vom Leander von AppStyle TV. Seinen Kanal findet ihr unten in der Beschreibung und auch rechts oben verlinkt. Und zwar habe ich das hier bekommen, das ist ein Headset. Und hier war erstmal so ein Papierchen drin von der Deutschen Post. Und dann sonst war nichts mehr drin. Und dann ist das hier das Headset. Und zwar ist es das Creative Fidelity Gaming Headset. Das soll wohl gute Soundqualität und eine sehr gute Mikrofonqualität haben. Und ja, der Leander von AppStyle TV hat es mir eben gesponsert. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut. Hier auf der Rückseite sind noch weitere Informationen zum Headset. Und dann ist hier eben dieses Saturn-Band, denn er hat es bei Saturn für mich gekauft. Und dann kann man das Ganze hier aufklappen und da ist da eben der Kopf vom Gründer von der Firma Creative und auch seine Unterschrift. Und oben geht das Ganze dann auch recht einfach auf. Und wenn das Ganze dann offen ist, muss man natürlich erstmal das Band hier abnehmen von Saturn. Und dann kann man das oben auch hier erstmal noch so Klebepads entfernen. Rechts und links. Das geht auch sehr, sehr einfach. Und das Headset ist wirklich sehr gut verpackt. Geht aber trotzdem einfach auf. Und dann kann man einfach den Karton hier so rausziehen. So, da muss man aufpassen, dass es nirgends hängen bleibt. Und dann war erstmal diese Transporttasche dabei fürs Headset. Darin ist das Headset wirklich gut geschützt und da ist noch so eine kleine Extratasche drin für das abnehmbare Mikrofon. Wenn man das Headset dann hier so aufmacht, kann man das da rausholen in so einer Plastikverpackung und hat dann auch erstmal Kabel. Und dann nimmt man einfach das obere Plastik ab und hat dann hier das abnehmbare Mikrofon, welches natürlich auch biegbar ist. Und dann hier eben das Headset an sich, da muss man auch erst noch die Kabel raus tun. Und dann steht da Creative Fidelity und dann sind das hier eben die Ohrmuscheln. Ich finde, das Headset sieht richtig gut aus, ist relativ schlicht gehalten und hat trotzdem ein ansprechendes Design. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken beim Leander von AppStyle TV. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, er hat einen richtig, richtig guten Kanal und macht auch Minecraft-Tutorials, wie ihr Plugins auf Server installiert. Und das war's auch schon. Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und bewerten. Ciao.